Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Game Dev Taiko. Mein Name ist Wulan, das ist die Firma Schwierig und wir hatten zuletzt H&M Commander of Textil gemacht. Warum? Frag mich nicht. Es ist dieselbe Aufnahmesession. Es ist immer noch Sonntagmittag und ich sitze hier und spiele für euch Game Dev Taiko. Gut, guck mal rein. Dann gibt's natürlich erstmal vom Pema Clayton eine schöne Gehaltserhöhung. Full Motion Videos haben wir freigeschalten. Virtuelles Wirtschaftssystem und der Spielbericht folgt auf den Fuß von... Heute bist du dran. Nein, ich muss schreiben. Ja, du musst es tun. Und jetzt drücken wir mal die Däumchen. Nette Erfahrung. Alter, jetzt hätte ich sowas Böses gerade gesagt, aber egal. Einfach mal runter. Nichts sagen ist manchmal sehr viel wert. Oh Mann, na gut, es ist ein durchschnittliches gutes Spiel. Es würde auf einer Skala eben 1 bis 6 wahrscheinlich eine 2,5 sein. Aber naja, es ist so ein Spiel, was du bei Steam kaufst, wenn es Summer Sale oder Winter Sale gerade ist. Okay, gut. Wir machen Auftragsarbeit natürlich. Jetzt. Weil ihr wisst, wir brauchen sehr viel Kohle, um die Leute zu spezialisieren. Und wir brauchen vor allen Dingen sehr viel Forschungspunkte. Und die gute Frau trinkt anscheinend lieber ihren Kaffee. Hier ist die Micronoft M-Box 360. Sie bekommen. Gut, 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 gut. Ich weiß, warum wir nicht weiterkommen übrigens. Wir müssen nämlich ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Da brauche ich jetzt erstmal Donovan. Muss ich mir merken. Thomas Donovan, Designer. Das ist gut. Spezialisiert sich auf Design. Logisch. Klingt komisch. Ist aber nun mal so. Dann hätten wir nämlich zwei Leute, die sich auf Technologie spezialisiert haben. Einer auf Design. Das ist okay, finde ich. Das ist okay. Und jetzt, achso, ich muss auf den Teppich klicken. Ich klicke mal auf die alte hier. Auf die gute Frau vor mir. Das soll sich nicht immer so frauenfeindlich zeigen. Umgängliche Sprache, man, was die Gesellschaft aus uns gemacht hat. Schick mal in Urlaub die Frau hier und den Herrn hier. Gott. Die haben alle drei Bildschirme, nicht mal ich habe drei Bildschirme. Wir können uns jetzt eigentlich... Ah, jawohl, da ist es. Wie geil. Nur 2,5... Nein, nur 0,2. Nur. Unser FHE-Labor ist fertig. Und da sehen wir es. Hier unten seht ihr schon Budget. So, ich erkläre es euch ganz langsam. Neuforschung verfügbar. Ja, ja, das ist okay. Internet und Hardware können wir jetzt erforschen. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Klingen auf das Labor. Ja, das ist das FHE-Labor. Willkommen nochmal. Im Moment ist es hier nicht ziemlich... Also im Moment ist es ziemlich leer, weil hier keiner arbeitet. Das liegt daran, dass wir kein Budget festgelegt haben. Das ist die Regelung hier unten. Das können wir machen. Ganz einfach. Es reguliert für uns die Forschungspunkte. So, das heißt, wir machen jetzt mal 1 Million im Monat. Ja, ich möchte trotzdem noch zeigen. Dann kommen diese begabten Studenten, ihr Greenscreen und alles. Und dann können wir ihr Projekt starten, zum Beispiel. Internet würde mich jetzt interessieren, machen wir auch mal gleich rein. Aber die dürfen natürlich jetzt nichts machen, weil die Kosten im Monat 1 Million noch zusätzlich drauf sind. Kann man ja an der Hand abziehen, wie viel dann übrig bleibt irgendwann mal. Nicht mehr viel. Aber wie gesagt, 1 Million Budget lasse ich immer drinne. Später, wenn wir die sogenannten Spiele, die immer also Online-Spiele zum Beispiel, die kontinuierlich wirklich Geld einbringen, dann kann man das Budget auch mal erhöhen. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr, sehr umständlich. Das heißt umständlich, es ist sehr krass in dem Fall, weil man kann so viel machen. Man kann auch sehr viel falsch machen. Und am Anfang habe ich sehr viel falsch gemacht. Gut, 13 Millionen Umsatz hat das Spiel erzielt. Nice, jetzt werden die Spiele schon teurer. Je besser sie werden oder je mehr dran arbeiten. Und ich würde gerne eine Engine erstellen. Grafik Volume 4 auf jeden Fall. Und dann nennen wir sie natürlich auch Engine... Oder wir nennen sie Grafik
Volume 4 und ja, dann wissen wir schon Bescheid. Gut. Können wir eigentlich lassen. Erfolge. Dialogbaum, Minispiele, okay, warum nicht? Das war's dann auch schon. 505 Punkte. Kosten natürlich jetzt, belaufen sich jetzt geringfügig, finde ich, aber wir kriegen halt einen Haufen Forschungspunkte noch dazu und können sie wiederum in unsere Leute reinstecken. Okay. Ach, denkt doch, was ihr wollt. Gut. Hat hier irgendjemand mal wieder den Snack-Automaten aufgefüllt? Smarties waren leer vorhin. Ich? Okay. Gut, Donovan. Darf ich mal gucken? Gucken. Gut. Was ist mit Ben? Ben könnte Engine machen. Willst du Engine machen, Ben? Ja, machst du auch. Kannst du auch schon was machen? Nee, ne? Nee. Warte mal. Technologie, Engine, Design lernst du in der Zeit einfach. Und die anderen machen Aufträge, komm. So, H&M, Commander of Textile. Den Mod muss ich mir auch unbedingt runterziehen, dass ich einmal hier raufklicke und dann fertig. Mhm. Wir sind unter den Top. Also wir sind im Topf und Platz 35. Wahnsinn. Können wir nochmal hier gehen. Wir arbeiten natürlich auch stark. Gerade er hier. Greenscreen Man. Starke Zielgruppe alle. Mhm. Wir haben gerade einen Brief von einer Firma namens All UIP Belong to USA erhalten und sie schreiben, dass unser Spiel Engine Grafik Volume 4 ein Patent verletzen würde. So, es ist jetzt sehr, sehr geil. Unsere Rechtsabteilung schreitet natürlich ein. Großzügigerweise bieten sie uns eine Lizenz für ihre Patent von 6,2 Millionen. Nee, noch nicht die Option lesen. 50%igen Rabatt an, wenn wir zahlen und dies nicht vor Gericht anfechten. Also, wenn wir es nicht anfechten, also das heißt ja schon, dass sie unrecht sind. Also sie bestätigen es, dass sie uns eigentlich nur ans Geld wollen. Wir können diesen Betrag natürlich bezahlen und hoffen, dass sie uns nicht weiter belästigen, was natürlich nicht passieren wird. Wir können aber auch ablehnen und versuchen es gerichtlich zu klären. Alternativ können wir unsere Fans mobil machen. Wir haben sehr viele Fans und wir haben eine 90%ige Chance, steht hier unten, dass wir es schaffen werden. Das werde ich auch machen. Das mache ich meistens. Fans 300.000 da, dann könnt ihr ungefähr wissen, was vor der Firma jetzt gerade los ist. Gegen All UIP. Ah, wir haben unsere Fans aufgefordert, öffentlich gegen die All UIP Belong to US verzogen und zu kämpfen. Wir haben sie nicht nur gezwungen, ihre Ansprüche zurückzunehmen, wir haben auch 5.570 Fans und die Bewunderung der Öffentlichkeit gewonnen. Ich bezweifle, dass wir jemals wieder etwas von diesen Patenttrollen hören. Geil. Patenttrolle, so wird die Folge heißen. Lol. Schön. Gefällt mir. Space Shuttle. Such es. Wie schnell die sind. Unglaublich. Schön. Nice. Gut, neues Spiel, neues Glück. Brauchen wir aber erstmal vom Markt genommen schon. Gamesphere wird auch vom Markt genommen. Und Nintendo hat die Next Generation Konsole namens NU angekündigt. Da mit Microsoft und Sony um bessere Hardware und Grafik zu konkurrieren, hat sich Nintendo dazu entschieden, eine wahrlich einzigartige Spielerfahrung zu bieten. Ja. Mit den Zuschauern mehr interagieren. Ja. Mhm. Könnte man für Sportspiele benutzen. Aber gut. Neues Thema im Rennsport. Was ist Mecha? Themenpark. Toll. Ups. Forscht jetzt noch im Surround Sound. Cheats. Ja, muss nicht unbedingt sein. Point and Click. Das sind Corsair-Spiele sehr gut. Ich glaube, das machen wir auch mal. Point and Click-Spiele. Und die anderen müssen natürlich sich jetzt nicht angucken und auf dem Bildschirmschoner starren. Nice.
Sie empfehlen uns sogar weiter, hat er geschrieben. Bibliothekssoftware. Gut, ich glaube, das reicht erstmal. Jetzt können wir nämlich das neue Spiel machen. Alle große Spiel bitte. Thema. Themenpark. Genre. Simulation. Strategie. Plattform. Oh yeah. Plattform, natürlich PC, du Deputy. Und es heißt natürlich Rollen auf Costa. Spielengine, Grafik Volume 4, das ist toll. Freut mich immer wieder. 300.000 einfach mal in den Wind schießen. 1,8 Millionen kostet das Spiel jetzt. Also die, das ist das, was hineinfließt in die abzüglichen, also Nettogewinn. So, einfach Nettogewinn sagen. Okay, danke. Storyquest, verzweigende Erzählung. Ich meine, das brauchen wir nicht. Das ist Quatsch. Bleibt bei den Zwischensequenzen und bei 20%. Und bei der Engine kann man ein bisschen hochpumpen. Und das könnten wir eigentlich, das Team könnten wir wieder lassen. Gameplay kann man natürlich Erfolge noch speichern. Oh. Ja, und da das Zeug rein. Läuft. Was denn? Hallo, ich bin Arnie. Ja, Arnie, setz dich. Warum hast du hier noch kein Büro, Mann? Ja, ja, Schwerpunkt auf. Gameplay natürlich, du Held. Storyquest haben wir ja fast nichts drin, also kann ja nur Gameplay sein. Mann. Das Spiel fordert schon einen auch auf, selber sich Gedanken zu machen und was habe ich eigentlich gerade gemacht, so nach dem Motto, weil wenn man das vergisst und jetzt falsche Antworten gibt, denken die auch, Alter, warum spielst du das Spiel? In einem künstlichen Interview mit Spiel haben wir über das Kommandenthema Themenpark-Simulation. Ja. Anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Jeder Spieleentwicklung hat neue begrenzte Ressourcen, daher ist es wichtig, Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Gut. Wir können einen Hype noch machen. Hype. Wo denn? Ach, Marketing. Nach ausgiebigen Untersuchungen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das Internet ein Riesenpotenzial für Spielebranchen beinhaltet. Wir haben schon kleinere Anzeichen dafür gesehen, wie erfolgreich Mehrspieler-Games sein können, aber Mehrspieler ist normalerweise nur ein zusätzliches Feature und nicht Hauptfokus auf eines Spiels. Wir glauben, wir könnten neue Technologien entwickeln, um massively Multiplayer-Online-Spiele, kurz MMO, zu entwickeln. Ein Spiel, in dem zehntausende Spieler, natürlich nur 10.000, interagieren können, um einen solchen MMO zu entwickeln, ist allerdings noch mehr Forschung nötig. Ich gebe euch so viel Budget, wie ihr wollt. Die zweite Entdeckung ist, dass wir eine Online-Vertriebsplattform entwickeln können, auf die Spieler anstatt Spiele im Laden, ach so, Steam-Art-mäßig, versteht ihr? Im TV. Wir machen eine große Kampagne. Wir hauen richtig auf den Sack. Und Interviews. Ja, kleine Kampagne mit Interviews und sowas. Können wir mal kurz gucken, bitte? Alter, wie kommt's denn aber auch nicht? Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Vorhin haben wir genug Zeit gehabt. Jetzt nicht mehr. Jetzt können wir es knicken. Minispiele, bumm, Dialoge gibt es. Parksimulationsstrategie nicht. Können wir auch unten lassen. Ohne Probleme. Wir hatten den Engine-Typi, genau. Der war am Anfang schon weg. Und nun hätten wir eigentlich, ja, künstliche Intelligenz hätte sie es machen können. Ohne Probleme, aber, ja gut, lassen wir sie. Gucken wir trotzdem mal hier. Projekt starten. Codename Grid. Ihr seht schon, das Symbol kennen wir natürlich alle. Und wir werden auch das erst erforschen. Dem Grund, weil wir dann mehr einnehmen werden.
mal die Läden, in denen wir es zum Verkauf anbieten, wenn er durch den Vertrieb kriegen die ja mehr Einnahmen. Also wir teilen eigentlich die Einnahmen mit dem Vertrieb auch. Und so haben wir mehr Einnahmen. Sagen wir einfach so, wir haben mehr Einnahmen. Okay? Open World Design. Oh, hier haben wir überall Plusse. Das liegt jetzt aber allerdings daran, dass sie grau sind, weil wir zwei Themen haben. Zwei Genre. Ja, zwei Genre hier. Wir haben Simulation, Strategie. Wir simulieren ja, indem wir in einem Park sind. Und Strategie, weil wir ihn ja auch als Manager quasi leiten, führen. So, diesbezüglich würde ich ganz gerne Sound nicht so hoch machen. Vielleicht auf 25 und Spielwelt. Wo bist denn du, Spielwelt da? Spielwelt. Ja. Schön, dass Donovan wieder total im Arsch ist. Ich würde gerne Spielwelt auf 30 haben. Gut. Shirley, okay, das ist doch gut so. Eigentlich können wir das so genehmigen. Stempel drauf, weg damit. Der Hype ist natürlich wieder grenzenlos. Es scheint, dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Danke. Das ist unglaublich. Dieses Spiel. Los, die Bugs raus. Nun, die Nu wurde veröffentlicht. Von Ninvento. Ninvento. Weg, 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 weg. Genau. Und Bug wurde noch entfernt. Danke. Sehr, sehr gut. Diesmal möchte ich nicht einen Cliffhanger machen. Ich will es euch gerne zeigen. Ja klar, die 3D-Grafik Volume 4 war jetzt... Kann natürlich sein, dass es jetzt schlechter wird, weil die neu ist und wir noch keine Erfahrung gesammelt haben mit der Grafikkarte. Aber ist ja nicht schlimm. Oh, das haben wir alles freigeschaltet. Ne? Bis ich das alles gelesen habe, ist wieder Weihnachten. Medikit, Ladebildschirm, freizügige Charaktere, Item-Raritäten, Uncut-Patch, Stealth-Mission, PvE, PvP. Gut, nur um einige zu nennen. Jede Menge. Spielbericht. Rollen auf Costa. Mit der Firma schwierig. Sehr unterhaltsam. Mhm. Habe es tagelang gespielt. Informed Gamer. Passt perfekt. Wenn nicht immer die roten Fässer wären. Großartiges Spiel. Nice. Gut. Dann macht Auftragsarbeiten. Das war schon. Okay, macht nochmal Auftragsarbeiten. Suche nach Aliens. Der ist gut. Ihr seht schon, es geht jetzt nur darum, um die Leute noch zu verbessern und vor allen Dingen bei Laune zu halten. Forschungspunkte zu kassieren. Um sie wiederum einzusetzen, um die Leute zu spezialisieren. Gut gemacht. Los, schwierig, los. Genau. Themenpark 1 Simulationsstrategie ist eine großartige Kombination. Leveldesign scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Gut. Kann man die schon trainieren? Oh, lass mich doch auch mal was machen. So. Da fehlt Technologie eindeutig. Aber ich gehe mal auf Geschwindigkeit. Da ist nämlich alles dabei. Und der gute Mann geht auf Design. Die gute Frau. Oh. 600. Ich glaube, die müsste auch mal Technologie lernen. Was ist mit Wodan? Geschwindigkeit? Wodan? Hm? Oh, ja, du könntest. Moment. Jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken. Allrounder. Das heißt, wenn er Allrounder ist, könnte er durchaus das sich zu nutzen machen und einfach mal auf Grafik gehen. Dafür brauchen wir 200 Forschungspunkte.
Okay, machen wir. Kein Problem. So, ihr Lieben, ihr habt schon gesehen, worauf es ankommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar natürlich. Spielanregungen sind immer sehr gern gesehen. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Ciao.